glaube, die PlayStation-Kamera hat keine Lust heute. Ja. Hm? Ja, ich komme gleich. Und ich hasse diese Kopfhörer. Die Kamera nicht will. Wo ist denn das Kabel? Da. Was ist das hier? Möchten Sie nicht in diese Stadt investieren? Naja. Machen wir anders. Tschüss. Jetzt wieder rein. Diese Stadt sah doch so schön aus. Da steckt schon mal wieder. War ziemlich warm tatsächlich. Größe, achso. Hallo? So. Das ist schon mal wieder richtig. Fact, blablabla. Alles klar. Was? Hi, 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 hi. Das geht. Aber jetzt sehe ich sie hier nicht. Was ist denn hier los? Oder sieht man die Kamera am Stream? Die Facecam. Siehst du schon? Ja, ja. Oh. Es streamt ja schon. Ja, ja, aber. Ja, wenn du im PlayStation-Menü bist, dann sieht man sozusagen gar nichts. Ja, das ist klar. Aber da macht die Facecam nicht mit. Ups, nein, bitte nicht beenden. Erweiterte Einstellung. Warum läuft denn das nicht? Willst du unbedingt ein schönes Gesicht zeigen? Ich möchte gerne meine Facecam anhaben, aber es ist irgendwie nicht zu geben. So. Ich ändere einfach mal die Größe automatisch. Chroma Key automatisch. Um Gottes Willen, nee. Bitte nicht. Ach, sonst mache ich einfach so. Mittel, unten links. Ne, warte mal lieber wieder unten rechts hin. Und jetzt. Von Kamera übertragen. Ach, jetzt geht's. Och, herrje. So, hallo. Jetzt sieht man mich auch. Passt. So, dann habe ich mal einen. Erstmal Freunde, hallo, herzlich willkommen bei mir. Ich wollte ja eigentlich erst wieder streamen, wenn das Mikrofon da ist, beziehungsweise das neue Headset. Aber ich habe gedacht, komm, das ist lange her, dann mache ich doch heute wieder. Warum ist die Kamera so schief? Ich gucke auch noch zur Seite. Ein Stück zurück. Ja, perfekt. Geil. So. Sergio, lädst du mich ein? Sergio! Hä? Probleme?
das jetzt nicht, oder? Was heißt, es geht nicht? Jetzt tu mal bitte nicht so. Online. Online? Ich muss aber gerade mal mein Tablet zur Hand nehmen, damit ich wieder gucken kann hier. Diese Stadt sah noch so schön aus. Ah, jetzt geht's. Ich liebe diesen Stadtteil. So, perfekt. Nun kann ich auch lesen. Ah, perfekto. Nee, jawohl. Sehr gut. Ah, das ist die Einladung. Jetzt seht ihr kurz nichts. Jetzt sind schon insgesamt drei Leute. Ach, so viele schon. Hallo, all die Leute, die da sind. Freut mich. Also nein, also im Spiel. Ach, im Spiel. Oh, tschü. Ich spiele Titanic, hör mal. Ah, einer ist raus. Ich bin pink, auch geil. Ach ja, schön. Alle raus? Jetzt hast du das Spiel gestartet. Ja, jetzt bin ich mal. Ja, moin. Du bist du nicht. Was war das denn? Lädt! Eine Testrunde oder Klopapüste. Testrunde, was redest du? Ich geh hier raus, wir spielen mit mehreren. Ja. So einfach ist das. Ich dachte gerade schon, meine Kamera kritzelt wieder, ach, zum Glück. Aber was heißt, sie kritzelt zwar trotzdem, sie kritzelt so, ist klar, aber. Eben hat sie kurz noch ein bisschen mehr gekritzelt, das war doof. Oh, und ich merke gerade, mein Tablet ist laut. Ah ne, geht. Perfekt. Ich hoffe, der Mikrofon-Sound geht einigermaßen. Ist wie gesagt das Übergangs-Headset. Komm schnell rein, Digga, wir sind full. Kann ich wieder sagen, ich bin da. Moment. Starte schnell. Du musst hier bereit machen. Ach so, ja. Ich liebe diesen Stadtteil. Oh yes, es klappt. Monopoly. Jetzt sind Sergio und ich noch freundlich zueinander und gleich gibt's wieder Krieg hier auf der Map. Das ist. Es ist leider nicht. Ohne Krieg zu spielen, dieses Spiel. Läuft bei dir. Mach mal kurz die Tür hier zu. So. Jetzt schon mal nicht letzter. Und was hat er? Ja, du bist immer noch Erster. Hey, jetzt würfel ich, pass auf, komm. Yeah, hui. Eine 2. Wer? Ja, ich bin Erster. Oh. Janu. Oh ja, geil. Das Spielfeld ist aufgebaut. Die Würfel bereit. Zeit für Monopoly. Ja. Sie sind am Zug. Hatte ich eigentlich auch schon vorgehabt, Monopoly mal früher zu streamen. Nur leider war es in letzter Zeit ja die PlayStation-Server sehr, sehr überlastet. Oh, geil, Schuld, läuft doch bei dir. Und deswegen hat es dann die ganze Zeit nicht funktioniert. Wir sind die ganze Zeit aus den Lobbys gekickt worden und so weiter und so fort. Also alles ziemlich blöd. Aber nun geht wieder. Hoffe ich doch. Miau. Hey. Jawohl. Nicht zu teuer, aber nehmen wir es. Ja, gib her. Gib her, die Olga. Erfolgreiche Menschen schmieden ihr eigenes Glück. Geh direkt dorthin. Direkt am Anfang.
Ja, pisst. Mal den Bart kontrollieren in der Kamera, ne? Mmm, lecker. Dieses Grundstück wartet auf einen Käufer. Werden Sie das sein? Es geht ja super los. Er würfelt. Sie haben ein freies Feld erreicht. Möchten Sie es kritisch? Sergio, kritisch. Hörst du mich überhaupt noch? Mhm. Und du bist so ruhig. So konzentriert. Sehr, sehr kritisch. Ja, geil. Ach nee, das ist von ihm. Oh, $12, ja komm. Ja, ja. Zweimal Döner-Teller bitte. Für $12. Kostet in Amerika so viel, als es so fettig ist. Willst du den Spielzug mal beenden? Ach so. Nee, hab ich doch schon. Nein. Hallo. Kreis und dann X. Jetzt. Alter. Entschuldigung. Die Mann kauft sich frei. Bahnhof. Will die Bahnhöfe nicht der Pro-Gamer haben, hm? Prost! Prost! Das ist Ihre Gelegenheit, sich ein Grundstück zuzulegen. Sind Sie bereit? Die Bank sucht nach einem Investor. Wer wird der glückliche sein? Oh, die Grünen, das sind meine! Das sind meine! Würfel du erstmal den 10. Nö, nö. Ich nehme eine von den orangen Straßen, wenn es recht ist. Möchten Sie dieses ja, gib her. Natürlich. Was denkst du, Noob? Ja, überspringen. Hä, ich hab doch den Zug gar nicht beendet. Oh, ich wollte noch handeln. Denken Sie gut über den nächsten Zug nach. Ja, natürlich, der kriegt wieder einen Pasch hier, der ist typisch. Ja, kassiert wieder. Geil, ich kann hier kaufen. Oh. Erstmal mit dem Bigfoot da den Bahnhof abkaufen, sagst du? Wenn dieser Monopoly-Bahn mal kapieren würde, dass man noch nicht bauen kann. Das macht er noch manchmal echt aggressiv. Sie sollten bauen. Ich kann noch nicht bauen, du Arschloch. So ein Ding ist das. Och nö, Clown ist. Jetzt hat er beide grün, ey. Wird schwierig. Jetzt muss ich ihm die abkaufen. Ich muss es irgendwie versuchen, mal sehen, wie viel er haben will. Schiller. Ja. So, wer hatten die wieder? So. Junge, du hast kein Geld. So, jetzt dauert's ein bisschen.
Das ist aber kritisch. Ich weiß nicht genau, was ich ihm bieten kann. Ich werde es mal... Ja, sagen wir mal... Ja. 810, komm. Was sagst du? Ah, Moment mal, Kollege. Straße gebe ich dir, aber dann gehe ich runter. So nur auch wieder nicht. Warte. So. Wie lautet Ihr Angebot? Hui! Sogar für weniger Geld. Wie viel habe ich noch? Naja, jetzt ist mit dem Geld ein bisschen sehr kritisch. Aber zwei Grüne immerhin. Er hat ja zwei Gelbe, ne? Ich weiß, ich habe jetzt zwei Grüne. Sie hatten mit dem Geld sicher etwas anderes. Oh, muss direkt bezahlen, der Arme. Läuft ja. Sie sind dran. Pro Gamma. Aber er heißt nur so, ey. In Wirklichkeit spielt er ziemlich scheiße. Und da ist auch schon. Ja, natürlich. Jetzt brauche ich die dritte, sonst habe ich Pech. Ja, so oder so Pech mit der dritten kannst du nichts anfangen. Doch, doch. Ich kann dir ich kann Unsummen von Geld von dir verlangen dafür. Zug beenden übrigens. Ihr Zug beginnt jetzt. Ja, jetzt. Kann man machen. Oh, perfekt. Gib mir Geld. Geben Sie nicht auf. Ja, jawohl. $50. Hauptsache überhaupt wieder Geld verdienen. Warte mal, die Kamera. Ein Stück runter. Okay, das ist jetzt etwas zu. Zu weit unten. Es wird etwas Gutes passieren. Ja. Und nu? Ach, perfekt. Ja, so ist gut. Wo wollen Sie ganz hin? Sie wollen auf Reise gehen. Ja. Ich kann viel Geld verlangen. Wer wird der Glückliche? Ja. Bei der Goethestraße geht das. Ohne Scheiß, bei der geht das. Die ist was wert, hör mal. Boah. Das ist Ihre Gelegenheit, sich ein Grundstück zuzulegen. Ja, Digga, kann ich ihm erst mal direkt verkaufen. Ja, moin, will er ehrlich. Oh, hä? Oh ja. Wo Nachfrage besteht, da gibt es auch ein Angebot. Soll ich machen? Für die Goethe? Oder noch Geld verlangen? Ach, ich würde machen. Straßen jetzt. Egal, ich habe dafür zwei. Bei mir ist die Chance höher, drauf zu kommen als bei Ihnen. Willst du vielleicht meine hellblaue haben? Ich bin nicht knauserig. Ich muss gerade mal gucken, wie teuer der ist. Ich weiß es leider gerade nicht. Ansonsten würde ich sagen, Huni. Ich gucke gleich kurz, wie teuer der ist. Chill, lass noch ein bisschen spielen. Warte. Ja, natürlich. Ich und Schulgeld, ja. Weißt du, ich bin gar nicht mehr in der Schule. So. Wo bist denn du? Ach, da. Ja, hallo, jetzt. Die ist wie viel wert? Ja, 100, perfekt.
Dann nehme ich aber kein 100er, dann sagen wir 60. Wo Nachfrage besteht, da gibt es auch ein Angebot. Direkt? Okay. Achso, du bist dran. Wir verstehen uns, Sergio, das ist schön. Noch sind wir alle Freunde, nachher geht's uns an den Kragen. Ich hab die meisten Straßen. Ja, das kann man jetzt so nicht sagen. Doch. Dieses Grundstück steht zum Verkauf. Oh, Schlossallee, scheiße. Einer muss die andere blaue kriegen, von uns beiden. Dir würde ich es gönnen zu gewinnen, aber den anderen nicht. Ich komme auf grün. Ja, geil, komm mal her zu mir. $28. Puh, die Müdigkeit. Sie kickt. Mann, sie... Normalerweise bin ich immer die Titanic. Sie hat mir die Titanic geklaut. Ich werde jetzt sehr schlecht spielen wahrscheinlich, weil ich die Titanic, meine Güte, ich habe. Hat Häuser gekauft. Es geht ja super los. Ich habe kaum Straßen und es geht hier schon los mit Bauen. Bällen. Mit Bällen. Kein schöner Ort für einen Besuch. Ja, wow. Nicht mal eine Straße. Ich will langsam wieder eine Straße kriegen. Ich habe 3 Straßen. Na gut, er hat. Braunstraßen. Okay, er hat auch nur 3. Okay. Ja. Der mit den Gelben. Ja. Ja, Sergio, du hast die meisten Grundstücke, hast aber am wenigsten Geld. Was ist da los? Trotzdem, ich mache jetzt die meiste Asche hier. Glaube ich dir. Achso, mir fällt gerade ein. Oha. Ich glaube, die kann ich mir nicht leisten. Glaubst du oder weißt du? Nee, ich kann nicht mehr leisten. Dieses Grundstück kaufen. Boah, nein! Nein! Warte mal. Einmal hier, Gespräch beenden. Die andere hat er. So. Ups. Du bist dran. Ja, ich weiß. Aber jetzt, perfekt, jetzt höre ich mich auch gar nicht mehr. Ich muss ja schließlich einmal das Dingens ausmachen. Das Kamera wieder unten. So. Ach, perfekt. Genau richtig. So. Wo geht's hin? Oh ja! Oh, nice. Sie haben ein freies Feld erreicht. Möchten Sie es kaufen? Oh, nice. Natürlich will ich es kaufen. Musst du mich gar nicht fragen. Das ist selbstverständlich. Klar. Ich sagte fragen, nicht tragen. Du willst tragen. Ja, ist das auch mal gestoßen? Nein! Möchten Sie dieses Grundstück kaufen? Ja! Oh, oh, jetzt will er sie dir direkt anbieten. Wer ist das? Bin ich ja, ja, ja. Er will die Parkstraße. Ist er dumm? Er glaubt da gerade im Ernst, dass er die 3 kriegt. Glaubt er das gerade im Ernst? Wie lautet Ihr Angebot? Schüdige Besiege schwimmen? Wir können das auch so. Du willst ihn wirklich geben? Ah, warte mal. Handel ist der Motor der Geschäftswelt. Das ist schon gut, Digga.
Na, es ist ziemlich weit unter dem Wert von der Parkstraße, das ist. Ich weiß, aber trotzdem, das ist schon gut. Bisschen mehr Geld hätte er bezahlen können. Wow, der 1000. Nein, ich geh nicht heute runter. Was? Hä? Irgendwie gerade ein bisschen schwul. Was ist das? Bahnhof, Digga. Für eine Stunde. Und ich sehe gerade bei der Kamera, kritzelt sie ja. Kritzelt ein bisschen. Ein bisschen sehr. Ja, ja. Ich streame nur mal leider an der PlayStation, das ist das Problem. Kann noch ein bisschen kleiner als gut. Na ja. Handelt mal. Wie viel ist das? 600? Na, ich geh nochmal 40 runter. Das ist schon ein guter Preis. 600? Ja, für die, ja doch. Nachfrage besteht, da gibt es auch ein Angebot. Du musst bedenken, er hat dann die teuerste Straße. Ja, das ist mir ja egal. Mich regt ihn aber gerade ein bisschen auf, Junge. Und dann wirst du dich nachher aufregen, wenn du drauf kommst und komplett pleite bist, weil du es nicht bezahlen kannst. Ja, umso schneller ist die Runde vorbei. Umso schneller ist jetzt nach? Umso schneller ist der Stream vorbei. Hey! Ja, Junge, guck doch mal erstmal auf die Straße, Digga, wie teuer die ist. 200, ehrlich, letztes Mal. Komm, ich geh sogar noch 20 runter. Handel ist der Motor der Geschäftswelt. Das war ein guter Handel. Ey, kriegt jetzt schon 600, ey, wenn er da aufkommt. Das ist unser Tod. Es ist unser Tod. Dam, 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 dam. Die Musik motiviert. Ich weiß nicht, soll ich sie kaufen? Die günstigste Straße. Naja. Das gibt einen Notgroschen in der Not, weißt du? Oh. Mir gefällt, was sie daraus gemacht haben. Und hast auch schon eine Straße voll? Ich hab ja nur 4. Und guck mal, was du da alles hast. Naja. Pam. Ereignis. Bist du nächstes im Bahnhof? Nein. Oh mein Gott. Ja, gib her. Hab zwar wenig Geld, aber gib her. Gleich kommst du auf Schluss. Sag mal, Sergio. Ich hätte da gerne die hier. Und ich reiche dir da ein bisschen Geld rüber. Pass auf. Kannst du den Bahnhof auswählen? Hier. Handel ist der Motor. Aber was willst du mit der Straße? Ich will sie einfach haben. Dankeschön. Auch wenn ich jetzt nur noch 106 Dollar habe, das ist wenigstens ein kleiner Motor. Dann kriegt man ja wenigstens etwas Geld.
Das kann halt schon manchmal retten. Ich muss in Zug werden. Ach so. Oh, Entschuldigung. Ich vergesse das immer. Bam, 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 bam. Endlich daheim. Haben Sie schon über den Ausbau nachgedacht? Ja, Körn. Achso. Oh, nee, der hat Besuch zum Gefängnis. Besuch die Knastis. Bring mal ein Stück Seife mit. Keine Antwort, jawohl. Oh, kommt er auf die blaue Straße? Er kommt auf die blaue Straße. Sechste, Alter! 62 Dollar hat er nur noch. Das ist, ich sag, das ist unser Tod. Nein, auf jeden Fall, Digga. Ah, für mich jetzt auch. 1, 2, 3, 4, ja. War wie viel? Ihre Miete ist fällig. Ja, wie viel? 360! Ey, ihr willst wieder verarschen. Ja, Hypotheken, ne? Wie viel bringt oder? Ne, hab ich, die hier habe ich. 30 Dollar? Ne, ich brauche etwas teureres. Hier, die gehören mir. Das tut weh. Soll ich die nehmen? Habe ich 200? Ne, ich muss sie hier drüben nehmen. Es geht ja nicht anders. Ja, jetzt mach doch. Damit sollten sie im Spiel bleiben. Reicht das schon? Ne, noch nicht ganz. 60. Da. Da muss... Oder wo ist die? Da. Es tut weh, es tut einfach nur weh. Nur so schnell am Anfang. Mission beendet, großzügig. Halt's Maul, Monopoly, großzügig, hä? Ne. Bin doch nicht großzügig. Ich werd hier dazu gezwungen. Beenden? Aber was heißt, Reality bin ich großzügig, ja. Aber nicht hier Monopoly, da bin ich nicht großzügig. Zumindest nicht so, ich werde hier gezwungen zu bezahlen. Ich bin arm, Sergio, hilf mir. Und der kriegt und der hat schon viel Geld und kriegt auch noch. Was ist denn das? Und der baut Häuser. Er baut Häuser. Oh, 1400. Sergio, wir sind tot. Wir sind einfach tot. Los, würfeln Sie. Belastend. Ja, Mann. Dieses danke, danke. Ja, 70 Dollar, hey. Das hilft mir wahnsinnig. Ich glaube, ich hätte in die blaue Karte nicht gehen können. Schauen wir mal, ob sie Glück oder Pech haben. Und der bekommt auch wieder Geld dazu, Alter. Das ist... Das ist gerade schon belassen, dass niemand auf meine Straßen kommt. Ich besitze gerade so viele, aber niemand kommt drauf. So erbauen wir unser Vermächtnis. Unser Vermächtnis? Du gehörst doch gleich dazu. Hä? Spielen wir. Ach, ist meine. Sie sind zu Hause. Ja, hallo. Ich kann nicht bauen, Alter. Warum versteht er? Dieser Monopoly-Mann. Oh, da wäre jetzt auf dein. Ach nee. Erstmal Prost dir. Manchmal muss man den Preis bezahlen. Boah, Beruhigungsschluck trinken. Sehen, was einem passieren wird. Drei Felder zurück. Ja, nice. Ich
Ich muss mich jetzt hin. Sie hatten mit dem Hallo. Etwas anderes vor. Das gefällt mir. Viel Glück. Okay, jetzt kommt meine Straße. Ja. Geil, Digga. Vier kriegst du nicht. Jetzt würde ich was bekommen. Ja. Nein. Doch. Ich krieg genau die. Ach, hast du... Oh. Dieses Grundstück steht zum Verkauf. Werden Sie zum Grundstück... Sehr kritisch. Sieben. Nein. Ja. Haben Sie vorgeschlossen? Ja, ey, Brust. $20. So läuft das. Ich bin wieder oben auf. Ich krieg gerade ein bisschen Angst. Ich glaube, ich bin bankrott. Du bankrott. Ja, ganz bestimmt. Damit du schon mal Bescheid weißt, Sergio, wenn ich vor dir bankrott gehe, dann gebe ich dir meine ganzen Straßen. Geht nicht. Doch, kann man. Glaube, nein. Doch, doch. Wenn du jetzt verlassen hast, da wurden deine ganzen Straße per Auktion verkauft. Ja, weil ich rausgegangen bin. Wenn ich von mir selbst aus bankrott gehe und hier im Spiel bleibe, kann ich entscheiden, was ich damit mache. Ja, Bahnhof. Dankeschön. Sergio, zu beenden. So, ja. Er vergisst es auch wieder. Aua, mein Ohr. Das ist auch so bei diesem alten Headset hier. Das drückt auf den Ohren. Ich komme auch nie auf die Straße. Manchmal passieren. Hey, zu mir kommen sie andauernd. Was ist hier los? Das ist mal. Nee, das ist nicht. Oh nee. Digga, der Typ, von dem kann ich zwei Straßen abkaufen. Ah, er handelt jetzt. Bitte nicht. Ich lehne mich mal zurück. Wenn er jetzt denkt, dass er jetzt sich zwei Straßen kriegt, Digga. Das Krisel muss weggehen. Gibt es auch ein Angebot? Ich weiß nicht. Ist mir egal. Ist er da zwei Farbgruppen vollständig? Na gut, er hat kein Geld. Er kann nicht so viel bauen. Das ist. Also ja, beide sind zwei Farbgruppen vollständig. Ich hab gar keine vollständige. Das ist echt komisch. Hui! Vorhin will der Würfel fliegen. Hey, das war ein guter Wurf. Ja, ey, das ist so ein Quatsch! Mann, ey! Da hat er wohl jemand Geld. Mann, ich wollte meine grüne Straße so schön wieder zurückkaufen. Jetzt habe ich wieder scheiß Pech, Alter. Das ist so ein Witz, dieses Spiel hier. Ja, zu Besuch schön, kein Geld für mich. Ja, verpiss dich. Ach. Diese scheiß Einkommensteuer, Digga. Man kommt über los, freut sich und dann kriegt man vom Monopoly einen Arschtritt. So läuft das. Geben Sie nicht auf. Hey, Sergio. Oha, ich krieg mal Miete, Digga. Bahnhofsmiete. $25 kostet also eine Fahrkarte bei dir. Ich sehe es schon kommen, Digga, ich bin kalt. Manchmal muss man den Preis bezahlen. Oha. Viel Glück. Sie können dieses Grundstück kaufen. Was möchten Sie tun? Oh, ne. Auktion.
Ja, ich hab doch so wenig Geld, Mann. Was soll ich denn machen? Ja, hier direkt ein 100er. Ja, ich kann nicht mehr mitbieten. Oder ach, ich bin gar nicht dran. Ja, jetzt kann ich hier. Ja, Mann! Oh mein Gott! Oh, danke. Danke, danke, aber ich habe nur 4 Dollar. Das ist sehr, 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 sehr kritisch. Ihr Zug beginnt jetzt. Ja, komm, schick mich in den Tod. Schick mich in den Tod. Gib's mir. Oh, ich sah mein Leben schon vorbeiziehen. Oh, ich bin, ja. Ich kann nicht bauen, Kollege. Ich hab nicht so viel Geld. Aber sonst würde ich ja sehr gerne bauen. Ja, ja. Mir gefällt, was Sie daraus gemacht haben. Ich hab Angst. Du hast Angst? Guck mich an! Guck mich an! Ich mit meinen vier pobeligen Euro. Ja, bei mir kommt doch eh keiner rauf. Oha. Sie verfügen nicht über genug Geld, um das Grundstück zu kaufen. Auktion. Ja, ich kann nicht mitbieten. Alter! Geh erstmal schneller jetzt. Mann, haut doch mal Höheres raus. Sehr lost. Oh. Weil er die Auktion gewonnen hat. Ich weiß, aber warum hat der eine jetzt die Auktion beendet? Das ist komplett unnötig. Achso, ich bin der Meinung. Sie sind am Zug. Ich gönne jetzt richtig, dass er auf die Laune kommt, der. Ich auch. Oh, wir beide. Er kommt auf die blaue. Er kommt auf die erste blaue. Was? Wir beide sind die Soul Survivors, Alter. Sie müssen den Spieler bezahlen. Oh, 500 Dollar. Oi, 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 oi. Ja! Alter, erstmal die Katze umkegeln, Alter. Digga, bei mir kommt niemand drauf, Digga. Ja, ich wahrscheinlich jetzt. Ja, kommst du. Ja, servus. Das ist schön. Es ist. Das ist schön. Aber das ist, jetzt kann ich easy die hier opfern. Ja, ja. Nee. Verzweifelte Zeit. Die fehlt immer noch. Eins oder zwei. Ja. Lass mal. Nehme ich die Orangen weg? Ja. Ja, warte, ich nehme die hier mit. Ey, das ist... ich kann nirgendwo mehr kassieren. Doch, zwei Strafen hast du ja noch. Drei. Zwei oder drei, ja, sehr schön, ey. Vielleicht hast du jetzt Glück, aber ich glaube ja nicht. Neun. Ja, das ist auch eins. Sie hatten mit dem Geld sicher. Jetzt kassierst du. Ja. Ein bisschen, ne? Und jetzt hast du noch Angst? Ja. Nein, war Scherz, ich auch. Nein. Oh. Ich könnte schon verlassen.
Jemand besitzt dieses Grundstück bereits. 500. Aufzutreiben. Tja, es muss ein paar Hypotheken auf, paar Hypotheken, ne? Achso, hier geht's auch los. 500? Ja. Also ich brauche 400. Damit sollten sie im Spiel bleiben. 2. Damit erkaufen sie sich etwas 3. Zeit. 4. Oh, wer hätte es gedacht? Ich kann noch... Oha, das bringt 100. Heftig. Nimm doch von dir. Jetzt mach ich die weg und gleich kommen da alle rauf, ich sag's dir. Damit sollten sie im Spiel bleiben. Ey, ich fühl mit dir. Ich fühl mit dir. Ich gönn's ihm so überhaupt nicht. Ach ja, ich darf nochmal. Jetzt krieg ich nochmal einen Push. Nö, aber ich komm auf dein Feld. Also, ich hab jetzt noch Abos. Ey, es ist so... Stimmt, das hast du ja. So, was kann ich wieder herstellen? Die pinke da unten, gab. Die pinke da unten! Ich möchte. Ja, aber ich möchte hier so einen, schönen roten. Ja, hier schön in der Mitte. Viel Glück! Naja. Oh, du gehst ja gleich an den gefährlichen Strand noch vorbei. Tja. Ist für mich ein Zerstörer, hä? Wieso das denn? Oh! Oh, eine Auktion würde ich mal drauf, ne? Zu teuer. Ich will die Auktion machen, es ist meins! Ey, das kann doch nicht wahr sein! Nee, nee, ich biete nicht mit. Ich habe sowieso keine Chance. Er überlegt auch immer mit. Sergio. Ich spiele nicht mehr. Warum bietest du nicht mit? Ich. Für einen Dollar oder was? So macht man Geschäfte. Es tut so sehr weh. Zu klein, ne? Ach ja, ich bin ja dran. Oh, Alter. Er baut schon wieder. Oh, wir haben gleich die 2000 Marke erreicht. Alter, ey, wir sind tot. Jetzt ist... 2000. Kommt da einer rauf, dann haben wir... Kann ich aufgeben? Kann ich ganz ehrlich sagen, können wir aufgeben? Ja. Ja, jetzt kommt auch noch eine... Ja, natürlich. Das Wasser. Wenn sie es jetzt nicht bezahlen können, gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit. Ich biete mal mit, ne? Ja, ja. Okay, du bist so. Ja, ja.
Evil Sun. Oh, Erde belegt. Nein. Ist mir egal, ich hab die Spiel verloren. Och komm. Ach so. Och Sergio. Nee. Ich will das Ding haben. Auch wenn ich dafür jetzt meine Dollars opfer. Ach so. Ich muss bieten. Ja, hier. Ja, er hat eh schon gewonnen. Maximal Höhe ist 460. Oh oh, der letzte Dollar. Und du bist raus. Schön hochgeballert, Digga. Schön sein ganzes Geld. Richtig geil. Würfeln Sie und sehen wir, was die Zukunft bringt. Ja, ich krieg Geld. 50. Nee, 25. Manchmal passieren schlimme Dinge. Schlaue Investoren geben niemals auf. Sören, ich hab die 100er mal geknackt. Das ist schön. Oh oh. Oh nee, das ist meine. Nee, mein. Oh. Schon über den Ausbau nachgedacht? Nein, habe ich nicht. Es wird etwas Gutes passieren. Ich spüre es. Ja. Gefängniskarte. Sie machen Ernst. Da wird was Gutes geschehen. Ich weiß das. Ich weiß das. Ich bin Dingsens. Ich bin Anwalt. Zahle jedem Spieler 50, Alter. Dankeschön. Mir hilfst du damit immens. Geil, super. Jetzt habe ich wieder wenigstens ein bisschen Geld. Sie hatten mit dem Geld sicher etwas anderes vor. Ja, ich bin dran. Ich bin in der Todeszone. 5? 1, 2. Alles gut. Ja. 100 weg. Ihre Miete ist fällig. 50. Warum freust du dich bei mir? Ich leide die ganze Zeit mit dir mit, weil du Geld verlierst. Jetzt freust du dich, dass ich Geld verliere? Was bist du für ein Arsch, Alter? Hä, was machst du? Hast du 100? Gib wieder her. Soll ich gleich mal so eine Verarscher-Handel machen? Ihr Zug beginnt jetzt. Ich mach gleich Handel. Den grünen. Zwei Bahnhöfe gegen 1, 2 Dollar. Ich will mal gucken, ob er anhat. Ich glaube nicht. Ob er Mitleid hat. Guck mal, der Jende hat 3 Straßen. Er kann gut kriegen. Achso, ich wollte ja gerade auch handeln. Stimmt ja. Sie müssen den Spieler bezahlen. Okay, du siehst etwas schlecht aus. Ich wollte dem Grünen meinen Bahnhof anbieten. Gib mir doch den Bahnhof. Ja, du kannst mir dafür nichts geben. Ich will dafür schon ein bisschen haben. Ich weiß, weil ich Geld brauche. Oh nein. Ich glaube, ich brauche. Geben Sie nicht auf. Durchhalten. Ja, 60. Zum Erfolg. Muss mal gucken, Digga. Ich will wissen, was das war. Thank you.
Ich will nur wissen, ob er das macht. Bam, schon. Handel ist der Motor der Geschäftswelt. Nö, warum sollte ich ihm drei Bahnhöfe geben für, wenn ich 100 bekomme, kriege ich ihn. Los, würfeln Sie. Nee. Achso, ich bin auch mal scheiße. Ja. Ich muss nichts zahlen. Erfolgreiche Menschen schmieden ihr eigenes Glück. Nee, das Glück. Ja. Ich bin immer die Blumen weg. Würfeln Sie und sehen wir, was die Zukunft bringt. Wenn die jetzt auf Rot kommen, ne? Ja. Bam, 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 bam. Aua. Was auch immer passiert, geben Sie nicht auf. 100. Urlaubsgeld. 200. Hä? Achso, wir haben ja da nicht. Sie sind am Zug. Oh, das ist so klar. Ah, ja. Sie sind dran. Ja, aber die 36. Oh. Er besitzt es. So, Freunde, ich bin. Ich bin raus, ich bin tot. Ja! Oh, mein Herz! Oh, ich hab überlebt. Ich hab überlebt. Manchmal muss man den Preis bezahlen. $12. Ach, ist das süß. So, Spielbrett. Hier ist eine von denen noch. Die hier, ne? Ja. Wie viel kosten die hier? Nein, die. Nein. Welche denn jetzt? Achso, doch die beiden. Hä? Ach, die. Hä? Ach ja, die jetzt hier. Wie viel? 176? Und die hier vorne? Ah ne, dann lassen wir das erstmal fürs Erste. Und dann will ich aber... Sergio, Frage. Ich würde dir den Bahnhof geben. Aber nee, ich weiß nicht, ob du mir eine Honig gibst. Honig? Ja, okay. Ja? Was möchten Sie handeln? Dann kriegst du ihn. Dann bin ich auf der sicheren Seite. Oh, hoppla, falsch. Entschuldigung. Hier, ich will. Nein. Jetzt. So, und du kriegst Bahnhof. Servus, David, mein Lieber, was geht? Der Mikrosound hört sich wahrscheinlich scheiße an, aber das ist egal. Hauptsache ich streame wieder, nicht? So. Moin, der Vince ist auch da, freut mich. Ach nee, Digga. Gute Cam, ja, ich weiß. Die Cam ist super. Ach ja, zu Ben. Der Typ, der in die Disco trommelt. Eieieiei, jetzt gibt's wieder Keile im Chat wahrscheinlich, ne? Na gut, das Mikrofon geht einigermaßen, oder? Ich glaube, das geht einigermaßen. Oh ja, hey! $14. Geil, gib rüber. Oh, ich könnte eigentlich mal wieder jetzt, aber das ist Risiko, wenn ich die Straßen frei kaufe wieder. Was? Ja, moin, das kommt ja auch noch.
Ach, der Bot. Twitch, geht auf! Fehler, Fehler! Muss ich mal wegmachen. Warum ist er. Ich find's lustig. Er würfelt nicht. Feinwein. Schenkt uns rein Wein ein. Haha. Er spielt nicht. Was ist da los? Ah, jetzt. Schauen wir mal, ob sie Glück oder Pech haben. Bis zum nächsten Bahnhof. Meins? Ja. Ja, deiner. Freue ich mich für dich. Geil. Wir beide kassieren wieder Geld. Wir beide wurschteln uns hier gerade so durch. Er muss den Zug beenden, ja. Ah. Oh. Ah. Ich wollte gerade sagen, dass er sich gerade verdrückt. Da, 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 da. Schreiben der Hilfe. Das Headset ist nicht da, nein. Sonst würde ich es ja benutzen. Ja, oder es liegt irgendwo. Hier, Sergio, kriegst $12. Kriegst $12 rübergeschoben. Das ist gut. Ja, ja okay. Oh, ja. Halt's Maul. Halt's Maul. Ah ja. Ihr Zug beginnt jetzt. Sag ich dir morgen. Schreib mal rein in den Chat. Eins in den Chat. Eins in den Chat. Nein, mein Mikro ist nicht gekommen, Jared. Das hast du gerade schon gelesen. Erstmal guten Tag. Schön, dass du da bist. Ist da, Digga, der Typ, ja, der Mann. Geht, ohne Tschüss zu sagen. Komm. Wo kommst du drauf? Was sagen die Karten? Oh. $100. Lebensversicherung, Alter. Geil, Digga. Ich bin wieder reich. Jared, als ob du Jo-Flo gesagt hast. Als ob du Flo gesagt hast. Okay. Warum zappst du ihn, Digga? Alle in der Endlich. Komm mal vor. Haben Sie schon über den Ausbau nachgedacht? Digga, der Typ spielt nicht. Nee, hab ich nicht. Sehr scheiße. Alter. Wasser. Was getan werden musste. Das ist das, was du da. Ja, nachher, Roller. Jetzt bin ich erst mit Monopoly beschäftigt. Weil das Ding hier, wenn das Ding hier irgendwann zu Ende ist. Komm her. Gönn mir. Oh. Keine Miete. Oh, belastend. Schon zwei Leute, Digga, belastend. Ach, ein Sub-Geschenk, achso. Sie müssen den Spieler bezahlen. Wie, du hast anscheinend auch ein Sub-Geschenk von Pan, von Pandoria bekommen? Woher denn das schon wieder? Ihr Zug beginnt jetzt. Oder ist es auch Flo? Ah, das mit der Frau jetzt da, ist es auch. Sie hatten mit dem Geld sicher etwas anderes vor. Also das Emote mit der Frau da gerade, ist das von Flo oder ist das von Pandoria? Oder bin ich doof? Ist Lara Loft? Ich bin doof. Ich weiß es gar nicht. Sehen wir, was die ja, von wem ist. Von wem ist denn dann? Ah, er hat Miete. Du hast nur noch zwei, Sergio. Ach ne, die Bahnhöfe auch. Das ist schon relativ belastend. Damit sollten sie im Spiel bleiben. Minexa. Ah. Kenn ich nicht. Tut mir leid. Viel Glück. Hashtag Ad, Hashtag Werbung. Minexa? Ist das nicht die... Dieses TikTok-Video? Keine Ahnung. Oh ja, geil. Ja, Ball. Geil. Ja, ich würfel. Pasch. Das ist nicht gut. Jawoll. Nice. Hä, ich bin doch... Hä? War ich nicht dran? Bin grad doof.
Oh, fuck my life. Ich dachte, ich hätte gerade gewürfelt. Was ist denn los hier? Der Arsch, ja, okay, Alter. Nicht, ich hab mich schon gefreut, Alter. Direkt erstmal bann hier, ey. Du machst gar nichts, sonst bann ich dich. Merk dir das. Bann ich mich einfach wieder. Ich bin Hacker, Alter. Hat Echo auf der Stimme? Aha. Echo? Echo. Ja, ey, ich hab wieder die Schulden, ey. Das ist doch so ein Scheiß. Der hier, Alter. Orange und die braune kannst du verkaufen. Oh, da reicht doch, die braune reicht. Ach ja, stimmt. Ja, dann ist ja noch zu verkraften. Ich wollte gerade so schöne Straße freikaufen da. Nein! Alter, jetzt. Komm, Discord, du Fetzer. Jetzt hört auf, euch zu streiten. Streiten uns nicht. Ja, mein, was ist mit mir? Ich meine, dann kommt Discord. Hast du wieder deine Tage? Okay, ich glaube, er kriegt jetzt ehrlich einen Timeout. Ja, Timeout, die mal bitte einmal. Jetzt finde ich es okay. Ja. Ich muss noch ein paar Würfel, ist dein Ernst, wo du fliehst. Ja, ich weiß, ich krieg das Englisch nicht weg. Ich stell's auf Deutsch um, aber dann geht's immer wieder auf Englisch. Ich weiß es nicht. Kann ich das überhaupt? Ja, du kannst timeouten. Ich besitze es. Ja, ich bin kein Unmensch. Dann muss ich das machen. Nee. Doch. Ja, warte, ich mach schon. Sie sind zu Hause. Ich bin Hacker. Ja, der Vibrator. Nein. Ah, nee, ist das mein Bahnhof? Nein. 1500. Ich bin pleite geworden. So. Tut mir leid, Tschüss. 600. Tut mir leid. Direkt 600? Das konnte ich nicht einstellen, tut mir leid. Ja, warte, ich mache ihn ein bisschen runter, Digga. Ich möchte nicht, dass hier im Chat rumbeleidigt wird und so weiter. Das möchte ich nicht. Ja, Digga, ich bin pleite. Verzweifelte Zeiten verlangen verzweifelte Taten. Wie viel musst du bezahlen? 1500. Ernsthaft? Ja. Weil es bringt nichts mehr. Ja, ich geb bankrott, ey. Na. Fehler machen uns stark. Wieso? Er kriegt die ganzen Karten. Wieso kriegt er die jetzt? Wieso kriegt er die jetzt? Das ist belastend. Warum kriegt er die jetzt? Oh shit, ein Nugget. Hä? So sollen wir dann. Sie sind dran. Ist Vincent noch da? Ich glaube ja. Jared, warum spammst du denn jetzt voll? Das ja. Wie heißt der Probe? Nee, er ist weg. Dieses Grundstück wartet auf einen Käufer. Wer muss das sein? Jawohl. So. Sie sind am Zug. Ob ich das noch über. Hast du jetzt auch einen Timeout gegeben? Ne, ich nicht, das war der Bot. Das war der Bot. Der Nightbot war das. Ja, sag ich doch. Ja, Pech da. Ich warte auch kurz am Timeout. Endlich da. Kannst du wieder schreiben? Haben Sie schon über den Ausbau nachgedacht? Meinst du mich jetzt? Nee, die im Chat. Gut gemacht.
Herr Jared, das war nicht meine Schuld, dass du Timeout wurdest, ne? Da hast du wieder zu viel reingespammt. Naja. Stimmt. Wie sieht's aus? Oha, Digga, 1700. Gut gemacht. Na, kauf jetzt Häuser überall. Ja, ich bin tot wahrscheinlich. Oder? Na? Oh. Da ist die Hypothek drauf. Okay, ich überlebe. Ei, ei, ei. Ei, ich sterbe, ich sterbe. Ich arme Immobilienmakler hier. Oh. Etwas Gutes. Ja, etwas Gutes! etwas Gutes! Oh, 2000. Oh, aber schafft er vielleicht noch? Er hat noch da die drei ergeben. Das schafft er noch. Könnte er noch schaffen, theoretisch. Wenn er da jetzt ernsthaft noch eine Hypothek drauf aufnimmt, Alter, das. Ja, ne. Oder 2000? Nee, nee, schafft er nicht. Doch, doch, schafft er. Er müsste überall halt einen Ausweg nehmen. Aber er schafft das. Ah, geht nicht. Jetzt macht er die Gelben weg. Oh, wie bitter. Es ist schade, dass es so weit kommen musste. Aber sie ist auch von Kreuz. Nein, aber er kriegt jetzt alle Straßen. Er hat alle. Es kriegt ja mal der die Straßen, bei dem man draufkommt, wenn er bankrott ist, ey. Ja. Twitch, geht auf! Fehler! Fehler! Twitch! Ah! Achso. Ja, Freunde, ich bin tot in dem Spiel. Ich bin tot in dem Spiel. Nein. Das ist. Schaff ich doch, Alter, ja. Versuch mal was abzukaufen. Ja, die blauen, ne? Für 140 Dollar. Ja, Jungs, guck mal hier, ich bin weg. Manchmal passieren schlimme Dinge. Auf Wiedersehen. Schlaue Investoren geben niemals auf. Ich hab nicht mehr so viel. So, jetzt müsste das doch eigentlich wieder gehen. Ah ja.
Sergio, noch eine Runde, oder? Warum timertest du die beiden jetzt wieder? Nein, weil da war ein Fehler. Ich habe die beiden weggemacht, aber die können irgendwie noch nicht schreiben, darum habe ich jetzt nochmal 10 Sekunden draufgesetzt. Und jetzt gucken wir, ob die jetzt wieder schreiben können. Okay. Startest du jetzt gerade eine neue Runde? Noch eine Runde? Ja. Du kannst hier schnell eine Runde einstellen, dann ist noch so ein dritter Würfel dabei, ein roter. Medal of Honor. Doch. Mm. Nomopoli online. Kannst schon mal eine Runde starten. Ich bin gleich 22. wieder da. Ich bin einmal ganz schnell in der Küche. Moment. 22 Uhr und Wolfi ist nicht da. So, ja, hast du mich schon eingeladen? Komm schnell in meine Einladung rein. Jawohl, warte. Komm schnell rein. Man sieht kurz blauen Bildschirm. Aber die können jetzt wieder schreiben. Perfekt. Bist du drin? Moment. Die verlassen, glaube ich, gleich. Ja. Ja, geil. Das wird eine gute Runde, ich weiß es, Titanic. Soll ich Vince wieder Mod machen oder wollen wir ihn so lassen? Wie, du hast ihn entmoddet? Nee, das passiert immer automatisch, wenn du ihn Timeout hast. Achso, Moment. Nee, das kann ich machen. Ich muss nur noch Enter drücken, das heißt, es war nur die Frage. Ja, mach. Ihr Zug beginnt jetzt. Vince, ich konnte nicht aussuchen, wie lange ich die Timeout habe. Ich habe nur Timeout gemacht, ich wusste nicht, wie lange das ist. Tut mir leid, ich weiß nicht, wie ich es einstelle, wie lange. Darum hätte ich nicht das Ja, ich weiß nicht, wie ich es einstelle, Vince. Ich du weiß es einfach, nicht. Du musst einfach nur slash Timeout, dann sein Name, Leerzeichen und dann halt irgendeine Zahl, dann ist halt ein Timeout. Ach so, okay. Du bist, du bist gar nicht da. Er würfelt nicht. Doch. Er schaut einfach doch. Ja, derzeit auch noch was, oder? Hast du schnelle Runde gemacht? Ja. Alter.
Ja, das siehst du auch schon irgendwie nach einer Geld. Ja. Ja. Zweiter. Ja, ist so. Was für ein toller Tag für Monopoly. Zeit für den Handel. Ja, die Straßen werden wir überhaupt nicht sehen. Geil, direkt auf das. Ist Vince wieder Mod? Ja. Mhm. Kannst du sogar springen. Menschen schmieden ihr eigenes Glück. Bis zum nächsten Bahnhof, geil. Jawohl. So ein Ding ist das. Sehe ich da ein Muster? Sehe ich da ein Muster? Kann sein. Das ist Ihre Prost, Leute. Prost. Ja? Was denn? Ja, geil. Die finde ich gut. Sag ich dir morgen. Ich bin so, was soll so das? Ja, okay, Digga. Moment, Entschuldigung. 300. Ich habe das nur gemacht, weil ihr euch schon wieder beleidigt habt, wie ihr es irgendwie jedes Mal macht. Und ich wollte einfach mal gerade einen kurzen Strich dazwischen ziehen. Ja, das ist einfach unser Begrüßung. So einfach, na warte, das jetzt nochmal. So einfach ist das. Tut mir leid, wenn du da so beleidigt bist, aber es muss leider sein. Ich wusste nicht, wie das geht. Es tut mir sehr leid, ich wusste nicht, wie das geht. Die Bank sucht nach einem Investor. Wer wird der Glücklich? Es war ein bisschen sehr lang, das gebe ich zu, aber ich wusste nicht, wie das geht. Wie oft muss ich eigentlich noch sagen? Sind hier alle taub? Ich wusste nicht, wie das geht. Du bist dran, ne? Ja, ja. Wie haben Sie das gemacht? Wie habe ich das gemacht? Wo? Oh. Nein. Ja. Sie können. Gib's so rüber, ey, gib's um die Straße. Wieder kommt, wo kommt nichts mehr? Du bist dran. Ach, schon wieder. Ich hab Pasch gehabt. Tschüss. Hey, die Grüne, geil. Gib her. Werden Sie zum Grundstücksbesitzer. Ach so. Ja, moin. Alles klar, da freue ich mich. Können wir jetzt alle wieder. Heute irgendwie nochmal online? Können wir jetzt alle wieder Freunde sein und dann wieder. Alle wieder normal spielen, normal miteinander reden. Nee. Ja, ja. Okay, direkt wieder Timeout, Digga. Solange sie nur zu Besuch sind, haben sie nichts. Aber es geht für euch schon mal für die paar, die da sind, da wisst ihr schon mal in der Zukunft, wenn hier im Chat hier zwei beleidigen, werden beide getimeoutet. Besser gesagt, hier in dem Fall habe ich erstmal ausprobiert, wie das geht. Und so weiter. Horrorspiel, können wir danach machen, nach der Runde. Machen wir. Ich weiß, das warst nur du, weil ich gerade mal ausprobieren wollte. Tut mir leid, du warst sozusagen ein kleines Versuchskaninchen.
Was ist bei dir los? Was brummt denn da? Ja, moin. Die dicke Tröll. Alter, der arme Jolligo, der hat noch gar nichts. Ja, Mann! Komm her. Was laberst du denn so wie immer? Nein, überhaupt nicht. Ich kann auch Sergio timeouten. Nur das Ding ist, du hörst sie trotzdem, weil er wieder der Party ist. Also, es bringt halt nichts, deswegen. Aha. So ein Ding ist es hier. Was soll das jetzt hier ein schnelles Spiel sein? Das ist einfach nur 2500, also ein Tausender mehr. Und sonst alles gleich. Sag mal, kann mal einer diesen Nightbot irgendwie anders einstellen? Warum soll man nicht nach Commands fragen? Was soll denn das? Natürlich nach Commands fragen. Was daran so stimmt? Ja! Oh, schade. Schauen wir, ob das Ihnen heute. Was kann der Command? $100. Ah, Resident Evil 2 Safe, ja? Ja, Resident Evil 3, ja. Den könnt ihr irgendwie wegmachen. Ich spiele das Spiel ja nicht mehr, ich bin da durch. Aber ja, halt. Warte. Lass ihn drin. Ich werde noch ein paar andere Resident Evil Spiele spielen. Lass ihn drin. Ach so, das heißt, du bleibst einfach für immer so schlecht. Warum hattest du jetzt drei Züge? Doppelwürfel? Ach so, bei dem Pasch hatte, Ich hatte eben noch einen Pasch. Ach so, zwei, warte mal. Ich kann mir Spielfertig anschauen. 1, 2, 3. Verschieben, was heißt verschieben? 7, ja, ich nehme 7. Dieses Grundstück wartet auf einen Käufer. Gib rüber. Geistig. Base Codex, The Command. Mitarbeiter des Jahres. Na, was soll die Antwort? Ach so. Basi ist Mitarbeiter des Jahres. Basi? Wer ist Basi? Ich bin Basi. Weißt du doch. Das müssen wir jetzt erstmal testen, ob das geht. Mit. Nein, halt. Den Command will ich hier nicht sehen. Ja, ich möchte. Ob der überhaupt geht. Dann mach ihn aber gleich direkt wieder weg. Der geht ja ehrlich. Den macht hier weg. Ich will hier keinen Eigenlob sehen. Oh, Geld! Ja, mein. Also, es war Vince, nein, nicht ich. Ich weiß. Aber es geht trotzdem für. Das geht trotzdem für euch beide. Ich gönne euch schon viel. Aber ich möchte hier nicht irgendwelche komischen Random Commands drin haben. Das nervt einfach. Ich hab ihn doch gelöscht und nicht mal erstellt. Nein, ich teile außer dich nicht. Ich möchte Commands haben, die lustig sind und die Spaß machen und nicht so ein scheiß Mitarbeiter des Jahres. Ich sag nur Döner. Da brauchst du jetzt den Command, Digga. Aufrufezeichen D, Digga. Dann kommt, ich sag nur Döner. Der 16.04. Ich sag nur Döner. Nee, Digga. Hoppla. Jawohl. Twitch geht auf. Ich glaub, du musst meine. Twitch wieder auf! Fehler! Guck mal, den Command zum Beispiel finde ich extrem gut. Den finde ich extrem lustig. Der kann ruhig drin bleiben. Habe ich ja auch erstellt. Nur mal so als Rande erwähnt. Wasserwerk. Wieso? Welchen Command denn jetzt? Um welchen Command geht's denn schon wieder? Ich finde den Command gut, eine Sekunde später löscht den.
Hä? Welchen Command fand ich denn gut? Ah, mit denen, auf den, gönn doch mal auf diesen Mitarbeiter des Jahres. Den habe ich nie gut gefunden. Aber es heißt, wenn er nur kommen würde, Mitarbeiter des Jahres, okay. Aber wenn ihr jetzt euren Namen dazu schreibt, ist das irgendwie doof. Ich mag das nicht. Wenn schon, dann sage ich, dass wer hier Mitarbeiter des Jahres ist. Da brauchen wir kein Command für. Nur die Ruhe. Hier kann nichts passieren. Würfeln Sie und sehen wir, was die Zukunft. Ich sag's einfach mal, wie ich es gerne haben möchte. Ich möchte einfach gerne nur Commands haben, die lustig sind und die auch nichts irgendwie Beleidigendes haben. Ja, das heißt, ich möchte nicht, dass ihr einfach drauf lustig Commands machen, die einfach Commands hier euch einfach gefallen. Die sollen mir gefallen, ne? Das ist das Ding. Beruhig dich mal bitte wieder. Es geht hier nur darum, was du hier nicht der Streamer bist. Ich bin hier der Streamer und du sollst hier nicht machen, was du möchtest. So einfach ist das. Ui, der Bus. Alles klar, morgen treffen fällt aus, sag ich nur mal so. Zu wem? Vince wollte sich morgen mit uns treffen eigentlich. Fällt aber anscheinend aus, wenn er jetzt sauer ist. Er will mich hauen. Au, hey, jetzt kann ich mir das Feld anschauen irgendwie. Wir gehen auch wieder raus. Zwei. Aufrufezeichen MAD in der Chat. Nehmen wir hier. Nee, acht. Na gut. Hui! Geil. Achso, doch, das ist mein Geld. Ah, was? Ist der Schlüssel zum Erfolg. Eigentlich nicht. Ja gut, dann kann ich das halt. Sergio, ich bin sehr sozial heute. Ich biete dir meinen Bahnhof an. Hab kein Geld. Hab kein Geld, sagt er. Hier. Und... Warte, aber wie viel habe ich denn da? Warte mal. Dann wären wir bei... Hier. Ich bin heute sehr gönnerisch. Ich brauche die Bahnhöfe nicht. Sie sind dran. Set it Abo! Guck mal, was Lenz geschrieben hat. Ja, ich hab's gelesen. Achso, weil du keinen Anschluss aufgemacht hast. Ich sag das einfach nichts mehr. Er muss sich wieder beruhigen, dann geht's wahrscheinlich wieder. Und? Eine 2? Na, schade. Wenn er jetzt wirklich nichts mehr machen möchte, dann können wir ihn entmodden, aber ich warte erstmal ab. Erstmal abwarten, ob er sich wieder beruhigt. Wenn er sich beruhigt, ist alles wieder cool. Wenn nicht, dann ist ja klar. Nein, warte. Was? Was warte? Noch nichts sagen dazu. Viel Glück. Noch nichts sagen. Da wieder gerade wieder reingeguckt. Jawohl, der Commander hat gepasst. nein, David, ich und Vince haben gerade ein bisschen Beef miteinander. Ich habe ihn getimeoutet, weil er und Sergio sich im Chat wieder beleidigt haben. Ja, und darüber hat er sich beschwert, weil ich ihn aus Versehen 600 Sekunden getimeoutet hatte, weil ich nur mal nicht wusste, wie ich das einstelle, wie ich ihn timeoute. Das wusste ich nur mal nicht. Aber gut, dass ich da war und das Problem gelöst. Und er kann es nur mal nicht verstehen, dass ich nicht wusste, deswegen ist er darüber ziemlich sauer. Egal. Oh, hier ist Bankrott. Okay. Oh, jetzt habe ich auch drei.
Ja, das ist ein Patschka vorher. Was ist das denn? Du kommst zur nächsten Immobilie direkt. Oh. Ja, nehme ich mal. Kauf ich die ab. Was hast du? Ich habe das Wasserwerk, deswegen will ich es haben. Ja, ich meine, was könntest du mir geben? Viel Glück. Lass mich nachdenken. Toastmacher. Oh, der Bus. Wollen wir erzählen? 1, 2, 3. Wann kommst du morgen raus? Ja, direkt rein. Die 4. Die Bank sucht nach einem Investor. Wer wird der Glückliche sein? So, und zwar. Ich hätte gerne das Wasserwerk. Ich gebe dir, sagen wir mal, 200. Ich hab doch gar nichts gesagt. Gib mir 200. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nur gesagt, dass ich gedacht habe, dass du jetzt nicht mehr möchtest, weil du gerade so sauer bist. Aber gib gut. Mir 200 oder eine Straße. Willst du so? Ja. Oder willst du lieber eine Straße geben? Nicht für so. Krieg Geld. Der Handel ist der Grundstein der Geschäftswelt. Kannst du, Vince? Hab ich so gesagt. Ich hab Videobeweis. Nachher, wenn es Stream vorbei ist, kannst du nochmal zu der Stelle spulen. Ich sag genau das, was ich gerade gesagt habe. Ich hab nie gesagt, nö, du gehst jetzt nicht raus. Ich hab nur gesagt, ja, rausgehen fährt wahrscheinlich morgen aus. Also genau so habe ich gesagt. Ich weiß, du meinst. Sie sind dazu. Ja, genau, das fällt vielleicht aus wie das Thema jetzt gerade. Siehst du? Sergio bestätigt's. Warum streite ich mich eigentlich hier die ganze Zeit im Stream? Was soll denn das? Gute Laune! Schüler eines Haus? Das bemerkst du erst jetzt? Ja. Er hat halt die ganze Zeit keine Straßen gehabt. Meint er zu mir ist noch ruhig? Ja, wahrscheinlich. Warte. Ach, egal. Dafür habe ich eine Antwort. Yep. Sie müssen den Spieler bezahlen. Tommy, Digga, echt geil von dir. Ich schwöre, Alter, wenn irgendeiner jetzt da wie Timeoutet, Alter. Vince hat ihn getimeoutet. Spaß. Ich wollte gerade sagen. Sie haben Glück. Das würdest du sehen. Ja, das ist. Er macht, was er will. Sergio, kannst du ihn entmodden? Oder kann das nur ich? Ja, doch, könnte ich. Die Frage ist, soll ich das? Wenn er jetzt hier den macht, mit dem ich mach, was ich will, dann aber auf jeden Fall. Sie können dieses Grund noch kurz warten. Was möchten Sie tun? Und wenn er ihn wirklich timeoutet, dann kannst du ihn... Ja, ich will den Stream genießen. Vince, hast du dich gemerkt? Das ist David. Das ist David. Wer bist du? Das ist David. Das ist David, Mann. Ja, hab gesehen. Ach so, das wollte ich eigentlich schon mal machen. Warte mal. Was? Sag's mir lieber. Nee, warte. Sag. Nee, warte ab. Was hast du vor? Hier, bitteschön. Das hatte ich ganz vergessen. David soll ja auch noch Mod werden. Jetzt haben wir das. Das hatte ich ganz vergessen, David. Du sollst ja noch Mod werden. Und mir fällt auf, ich habe nur noch wenig Geld. Das ist nicht gut. Jepsi, Bruder. Du bist beste Bruder, David. Du bist beste Bruder. Wieso? Du bist doch Mod.
Aha, jetzt. Ja, hat Vince verlassen? Kann sein, ich weiß es nicht. Achso, ich bin wieder dran. Ich merk's gar nicht, dass ich dran bin hier. So komisch. Lululululul. Na? Oh, geil, die nächste. Aber dann rutsche ich unter die Tausendermarke. Das ist nicht gut. Ach, was soll's. Sind wir nicht geizig heute. Bin ich großzügig heute, liebe Welt. Bin ich großzügig heute. Bam, bam, bam. Oh, geil. Kräuterchen-Baguette. Gönn dir richtig, David. Gönn dir. Da steht Kräutertee-Baguette. Ja. Gönn dir richtig, David. Kräutertee? Schmeckt geil. Ich glaube, ich muss mal eben Curry King einfügen. Für den Command. Na, bitte nicht, bitte nicht. Aber du könntest, was du machen könntest, Sergio, du könntest diesen Command, ich sag nur Döner, den finde ich irgendwie gut. Den könntest du machen, ich sag nur Döner. Mach mal den rein, den finde ich gut. Ich sag nur Döner dazu. Ja, ich finde ihn gut irgendwie. Ich finde irgendwie gut. Ich sag nur Döner. Ja. Yeah. Ich bin dran. Hui. Da fliegt der Papier hin. Jawohl, der Bus. Kann man das denn machen? Was nehmen wir denn? Das wäre 3, 1, 2, 3. Das wäre Bahnhof direkt. So ein Klammer mit Datum. 5. Oder ein Base-Codex? Nein, Spaß. Ja, okay, Sergio, das ist echt schwer. Sergio, du musst mich mal beraten. Soll ich den Bahnhof nehmen oder soll ich lieber die blaue Straße nehmen? Ich werde die blaue, weil er die andere blaue. Oder. Nee, weil Bahnhof wird dir nichts bringen, die blaue ist mehr wert. Na, den Bahnhof, und ich gönn dir irgendwie den Bahnhof, den kriegst du, komm, ich gönn den Bahnhof. Hast du so was, ja? Oh Gott, ich hab so wenig Geld, das ist gefährlich. Du hast ihn entmoddet? Wen entmoddet? Vince. Hä? Ich nicht, nein. Ich hab nichts mit Vince gemacht. Warte mal. Entschuldige, Vince, Moment mal. Dann nee, geht's oder so. Vince hat dir, glaube ich, defolgt und jetzt folgt er wieder. Ich glaube, dann ist es auch okay. Warte. Nee, war ich selbst. Achso. Warte, ich hab ihn schon. Ich geb ihn schon mit. Nee, warte mal kurz. Soll ich dich wieder modden? Willst du wieder Mod sein, Vince? Oh. Warum? Welche Mod machen? Ja, ich dachte, weil du eigentlich immer ganz gute Sachen machst. Nur immer diese alten, die Commands, wo dann irgendwie so ein komischer Mist drin ist, das mag ich nicht so gerne. Ja, moin. Komplett falsch geschrieben. Hä? Das war ich jetzt nicht. Das war jetzt Sergio. Egal, Soll er Mod werden? Ich würde dich einfach. Ich hab dich gerne als Mod, weil du eigentlich immer mir sehr gut geholfen hast. Du kannst mich sehr gut beraten. Du hast schon sehr viel für den Channel gemacht. Ich mag's nur nicht. Wenn ihr. Das gilt für alle Mods, wenn ihr Commands macht, die einfach komplett sinnlos sind und die ich nicht mag. Das ist alles. Ja, wenn du das einmal sagst, dann... So, bitteschön. Das bist du. Mach doch hallo. Oh nein, ich hab akzeptiert. Ja, nein. Ach so. Hä? Jetzt hast du drei Straßen voll. Egal, auch gut. Bin ich auch zufrieden. Fleder, was ist jetzt los? Ach ja, lol. Ja, auf dem, wenn ich unnötige stelle, dann siehst du sie eigentlich immer direkt. Und wenn du direkt was Scheiße sagst, dann lösche ich die auch meistens. Das war doof von mir. Ich habe jetzt ziemlich billig die Straße weggegeben, aber egal. Ich muss mal schnell mein Tablet wieder anschließen. Das geht gleich alle hier. Wer ist wichtig? Was ist wichtig? Winster. Fledermauskatze? Wo kommt denn der her? Nein. Das war mal ganz alt, ist doch von Muflo.
Ach so, dann kann, den kannst du auch, den kannst du auch wegmachen. Der ist, der ist irgendwie sinnlos, glaube ich, oder? Vince, das überlasse ich jetzt tatsächlich euch, weil mir ist das egal jetzt bei Fledermauskatze. Ich finde ihn jetzt scheiße, aber ich finde irgendwie, der bringt halt nichts. Warte, ich muss eben mein Tablet anschließen. Weil ich spiele erstmal viel mehr, warte. Oh. Was haben wir denn da? Soll ich das jetzt im Kundensystem wieder anmachen? Ja klar. Warum denn nicht? Ja. Hey Sergio, hier. Kriegst du Geld von mir? Oh, die Kamera ist ein bisschen schief. So. Sitz wieder. Feuer heiß. Der ist gut. Feuer heiß. Es gibt so ein paar Situationen in manchen Spielen, wo der ganz gut passt. Aber der Fledermauskatze, die Entscheidung überlasse ich euch. Du bist immer noch dran. Ach so, Alter, schon wieder. Die Entscheidung überlasse ich euch. Ihr könnt Fledermauskatze drin lassen oder wegmachen, das ist mir egal. Das ist jetzt gerade ein bisschen Weil ich finde Fledermauskatze jetzt nicht scheiße, aber ich finde ihn jetzt auch. Ich verstehe auch den Sinn dabei nicht. Aber ist mir relativ wurscht. Manchmal muss man den Preis bezahlen. Sergio, du kassierst $50. Okay, ich bin ja falsch. Oh, halt die anderen zwei Bahnhöfe. Ja. Könnte ich. Boah. Du hast genug. Ich könnte die zwei Bahnhöfe verlangen. Biete ihm $500. Gelbe Straße. Ach, die gelbe Straße? Ja. Aber nee. Und dann hast du wenige Straßen. Das ist auch nicht gut. Aber warte. Sergio, wollen wir so ein bisschen zusammenarbeiten? Sie sollten bauen. Weil ich würde dir nämlich die beiden Hellbahnstraßen, damit du ein bisschen was hast, günstig geben. Ach so, du meinst jetzt im Spiel, Digga. Ich dachte jetzt irgendwie Twitch oder so. Ich krieg die Hälfte von deinem Geld. Oder so. Nein, ich meine, im Spiel. Im Spiel. Okay. Na, ja, dauert dann noch ein bisschen, bis ich da bin. Oder? Ja. David, müsst du eigentlich noch da sein? Ich wundere mich gerade. Ach nee, David ist ja kurz weg. David macht sich gerade ein Kräuterli-Baguettchen. Er lehnt ab? Okay. Ihr Zug beginnt jetzt. Die Titanic am Start. Yes, oder? Ist das gut? Warum hast du so viele Straßen? Oh ja, nice. Ja, nice. Wer wird der Glückliche sein? Vollständig. So, pass auf, Sergio. Ich würde dir beide günstig geben. Du brauchst hier. Dann hast du mal ein paar Straßen. Gib dir die. Oh. Okay, das wollte ich jetzt nicht. Hier. Er hat doch Kräutertee-Baguette geschrieben. Deswegen dachte ich jetzt Kräuter aber gerade. Ah. Nee, das ist ein Tee mit einem Baguette. Ja, 120. Ist gut? Kriegst beide für 120. Ja, kannst du auch ruhig 150 machen. Okay, danke, dass du mir gegen. 170. Danke, dass du mir entgegenkommst. Wie lautet Ihr Angebot? Dankeschön. Nett Geschäfte zu machen. Das kannst du bauen. Sergio, ja, du bist dran. Nee. Ja. Du. Sergio, du kriegst Geld. Von wem? Achso, von ihm? Ja, klar, denke ich. Hier mal gleich. Er würfelt nochmal. Das Miezekätzchen. Ach ja. Dies
Dieses Grundstück wartet auf einen Käufer. Werden Sie das sein? Ja, okay, ich lasse es jetzt einfach da. Ich mach das im Stream. Sie sind am Zug. Ich bin dran. Warum, David, Digga? Was ist das für zu spielen? Brawlhalla spielen. Ich liebe es, Geld zu verdienen. Nee, das wollen wir noch nicht. Na, ich schon. Nachher. Nee, das willst du auch nicht. Später. Irgendwann heute Abend. Und dann schlafen. Weil, wenn ich es richtig verstanden habe, kann David ja momentan nicht so lange spielen, ne? Gut gespielt. Morgen ist Freitag, ne? Morgen kommt neue Serie, Digga. Oh, welche? Vincent, welche du willst doch Mandalorian gucken. Kommt die dann erst raus? Nein, neue Folge. Ach so, neue Folge. Wie viele Folgen sind draußen? Die stehen noch auf der Warteliste. Was schickst du denn da jetzt rein? Wieso Warteliste? Ja, keine Ahnung, weil es da gerade so viel bestellen. Warum Disney. Was schickst du für ein Emoji? Ey, warte mal, Disney Plus jetzt oder Mandalorian? Ja. Disney Plus. Wieso? Wieso will meine Warteliste? Einfach abonnieren, fertig. Oder nicht? Ja, aber dieser, weil es da gerade so viele. Ach, keine Ahnung, frag Vince einfach selber. Hast du gerade mal ein Emoji geschickt? Heute wieder durch? Oh, ja, schön. Dann komm ich nachher, David. Dann komm ich nachher. Dann sehen wir uns nachher auf jeden Fall. Hast du nicht Vince versprochen, dass du ihn heute sehen wolltest online? Rebe vor der Tür? Oh, habe ich das jetzt gesagt? Oder? Lost Boy, lalala. Hey, $50. Warte mal, Spielbett. Welche gehört denn mir? Die gehört mir. Wo habe ich denn? Da. Warum habe ich noch so viel Geld? Keine Ahnung. Der Alma Alman. La 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 la. Achtung, kurz blauer Bildschirm, glaube ich. Wenn wir kurz was gucken. Nee. Wie spät ist es eigentlich? Naja. Guck mal an, Sergio. Body ist immer noch nicht online. Und es ist schon 20 vor 11. Ja, genau. Jetzt kommt Vince gleich wieder damit. Ja, natürlich hat er das oder sowas. Mensch, gute Laune, Leute. Was ist hier los? Warum sagst du... Warte mal. Oh, ich muss hier leise. Der ist jetzt spannend. Geld machen. Du kannst mir Straße verkaufen. Wer ist dran? Wie, ich kann eine Straße verkaufen? Nein, genau, du kannst mit ihm handeln. Er hat beide Lilanen und du hast hier eine. Oh, aber kritisch. Ja. Orange. Die muss ich euch abkaufen, wenn wir die haben. 5, 3.